Hallöchen Leute und willkommen zu einem kleinen Spielchen, ja, kann man so sagen, als kleines Spielchen, und zwar kennt ja sicherlich jeder Cookie Clicker, das ist ja so das übel gehypte Click-Game gewesen mit den Keksen, da und hast du nicht gesehen, alles, und das gibt's auch für Dogecoin, so wie ich das hier gerade sehe, jedenfalls laut oder nach meiner Sucht nach Mining derzeit ist das ja ganz gut, ja, und hier kann man klicken, da kauft man sich so eine Dinger hier. Ja, also ein ganz normales Prinzip, man klickt hier erstmal ein bisschen was, das heißt, man kriegt so die Coins dazu, das ist ja ein Cookie-Clicker genauso gewesen, ich will es jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit mit Cookie-Clicker vergleichen, aber es ist einfach so passend, weil Cookie-Clicker halt das erste Game davon war. Ja, also wir klicken hier zum Beispiel drauf, dann meinen wir halt, was dann meinen wir, die Doge-Coins, jeder kennt sie ja bestimmt, ich habe ja einige Tutorials dafür gemacht, wie ja hoffentlich jeder kennen sollte. Und ja, also es ist halt so eine Kryptowährung wieder, wie Bitcoin oder Litecoin und so weiter. Ja, und die derzeit ziemlich gut ist, finde ich. Also sie wird jedenfalls ziemlich gut gehypt, auch von jeder Art von Community eigentlich. ja, dogeminer.se sollte die Adresse sein. Ich weiß gar nicht, ob ich das dann drin lasse da oben oder nicht, aber ich das rausschneide. So, hier kann man also im Store gucken. Hier haben wir die ganzen die Hunde, die hier für uns meinen, wenn wir die gedrückt haben, Mining Scheib. 9 Stück haben wir davon, wir kaufen mal einen 10. Dann macht das ist ja schön gerade. Ja, mein paar Coins, 2,5 pro Sekunde, das sieht man jetzt schon. Guck mal, hier kann ich draufklicken. Tada. Ja, die ganze Zeit die solche komischen Aufploppfenster to the Moon und so weiter. 2,5 Coins pro Sekunde. Jetzt haben wir im Store hier ein Scheib, dann haben wir Doge Candles für 400 Doge. Doge, Mensch, ich muss das mal, umdenken, ich nenne es immer Doge, obwohl es jetzt irgendwie Doge heißt. Ja, Slave Kittens, Sklavenkatzen für 6000 Doge, eine Rakete für 100.000 und 1 Million für die Mondstation und nur 1 Milliarde Doge Coins für die Time Machine Mining Rig. Ja, da gibt es noch Upgrades. Balance needs adjusting, das heißt also, das wird irgendwo noch, justiert, also angepasst. Hier haben wir eine stärkere Pickaxe für 500, ich denke, ich werde aber erstmal ganz kurz das Ding hier kaufen, mal zu schauen, wie das so ist. Ja, ich klicke die ganze Zeit mal so munter dabei, 2,5, auf 5,5, nice. Schön gemacht, also ich habe Cookie-Clicker auch wirklich lange gesucht, das war wirklich krasse Sucht, da war ja, glaube ich, WoW gar nichts dagegen, wenn die Leute WoW suchten. Das war ja abartig, also mein Rechner die 24 Stunden, 7 Tage die Woche, um diese scheiß Kekse zu meinen. Aber gut, wir sind ja bei der Doge, ich vergleiche das aber gerne, weil das einfach so passend ist. Ja, ihr könnt mal zum Beispiel bei Settings, also das Game Resetten, die Effekte, die Klick-Effekte deaktivieren und die Animation deaktivieren. Ist halt für langsame Rechner oder für Rechner, die wenig Kapazitäten haben. Bei meinem sollte das aber wenig stören. Ja, der Hintergrund ändert sich auch immer, wie man hier sehen kann. 40 Shares auf Facebook, 11 auf Twitter. Wo habe ich das gerade gesehen gehabt? Diesen Link. Ach, siehst du schon wieder vergessen. Ich glaube, auf Reddit habe ich den Link gerade gesehen gehabt. So, dann können wir uns gleich mal die Pickaxe holen für 500 Dogecoins. Und dann schauen wir mal, was das so Schönes bringt. Ja, die ganze Zeit die aufploppen Dinger, total cool. Also, ja, Dogecoin hat ja jetzt schon die erste Blockhalbierung hinter sich. So, Upgrade. 5,5. Ach so, das bin ich dann. Ich krieg mehr. Nice. Okay, 50.000 Dogecoins gibt es dann die Golden Pickaxe. Das heißt, wenn ich hacke manuell. Auch nicht schlecht, gut, da muss man natürlich die Maus ein bisschen beanspruchen, gucken, ob man auch Ersatzmäuse da hat, weil die sind dann relativ schnell kaputt, sag ich mal, wenn man hier 100.000 mal klickt. Ja, so wunderbar schön gemacht, finde ich jedenfalls schon mal super toll, allerdings fehlt noch ein bisschen der Sound, bei Dings war aber, glaube ich, auch kein Sound, bei Cookie Clicker. Ja gut, dann meinen wir erstmal weiter, ich kann ein bisschen weiter erzählen noch. Ja, Dogecoin, wie gesagt, hat vorhin erst oder vor ein paar Tagen, gerade ist der 14. Februar und zwar laut Rechnung heute die Blockhalbierung, also anscheinend gestern irgendwann, so gestern in der Nacht, so vor 15 Stunden etwa. Jetzt ist es so 18 Uhr, so 2-3 Uhr ist die Halbierung vonstatten gegangen, das heißt jeder Block von 0 bis 1 Million Dogecoins als Reward gibt jetzt nur noch 0 bis 500.000 als Reward, das heißt wesentlich weniger, also die Hälfte halt. Wie das Wort Blockhalbierung schon sagt. Komm, schauen, kommen wir uns noch ein bisschen mehr hier. 15 Scheibs kaufen wir uns mal. Ein cooles Spiel, einfach nur genial. Ja, wir picken und picken und picken hier. Wäre aber geiler gewesen, hätte man statt der Pickaxe eine Grafikkarte genommen. Aber wahrscheinlich gibt es das auch noch. Wie man hier sieht. Euphoria kostet 1800 Doge. Replace the Mining Scheib Helmet with the Fedora.
for increased tipping, was jetzt Fedora heißt, weiß ich nicht ganz genau. Könnte man ja theoretisch da mal nachgucken. Oder wir meinen einfach noch ein paar Coins, bis wir das, ja, bis wir das rausfinden, so heißt es. Ja, wir kriegen 12,7 Dogecoins pro Sekunde allein durch das Minen. Wenn ich hier noch ein bisschen weiter hacke, dann haben wir die 1800 schnell dabei. Dann gibt es noch mehr Spitzhacken, also More Access kostet 2400 Doge. Supply the candles with more pickaxes to using for mining. Also die Dinger hier. Ach, das sind irgendwie so Gehege oder wie? Das sieht auch geil aus. Ich dachte gerade, das war irgendwie sowas Mechanisches. So hier, so ASIC-Miner und so weiter. Aber nein, ist er nicht. High Quality Pussy, 50.000 Doge, upgrade the kittens, Webcam to. Ja, upgraded die Webcam der Katzen auf HD, nicht nur Soft, ihr wisst schon, also etwas weniger qualitativ. Ja, komm, 1800. Gleich haben wir's. Klicken! Upgrade! Boah, 35,2, fett! Ja, hier bekommen die einen Golden Pickaxe. Das heißt, alles baut sich nochmal weiter auf. Das ist echt scheiße zu lesen, wenn das so durchsichtig ist. Ja, mehr Äxte, 2400 Doge Coins. Das heißt, das können wir auch schnell meinen. Zwei kriegen wir pro Klick, das ist jetzt auch nicht so viel. Ja, was haben wir hier gesagt? Upgrade the Rocket Engine with Blue Flame Rockets. Das heißt, sie kriegen eine blaue Flamme statt eine rote, wie das normal ist. Hier sieht man ja, okay, hier sieht man gar keine Flamme. Aber normal ist das eine rote, orangeliche, wie man es so kennt vom Feuer. Was haben wir da sonst noch? Excavator Assistance, 8 Millionen Dogecoins. Doge Excavator to assist the Moon Base. Das heißt also, die Mondstation wird dann unterstützt. Muss man natürlich noch alles später kaufen. Sollte man vorher kaufen, jedenfalls. Kostet aber eine ganze Menge Coins. Ja, Straßen kostet 8,8 Millionen Dogecoins. Where Doge is going, he doesn't need roads. Give the time machine mining right. Flight capabilities. Das heißt, das Ding kann fliegen. Woo! So, Upgrade. 35,2. Na gut, ist jetzt nicht unbedingt so viel. Haben wir jetzt also 5 dazu bekommen. Paint Job. Ja, also es wird halt immer weiter ausgebaut, das eine Zeug. Und hier 25 Dogecoin, increase Dogecoin Income 5%, um 5%. Das heißt, ja, ist gar nicht so schlecht. Und ich würde sagen, bauen wir mal ein paar mehr davon. 45, 50 pro Sekunde. Woo! Ich glaube, man sollte mal auch nicht mehr klicken, das ist ja unnötig. Obwohl es gar nicht so schlecht. Man merkt definitiv, dass es wesentlich besser ist. Zwei glaube ich nicht, dass es das sind. Das ist ja gefühlt viel mehr. Ach, kriege ich 50 pro Sekunde und hier eins. Ja, gut, ein paar mehr kriege ich pro Sekunde. Gut, dann warten wir mal auf die 6000 Coins. Die sollten wir auch gleich haben. Oder haben wir noch was zum Upgraden vorher? Nein, leider nicht. Alles arschteuer, holy shit. Ja, das muss auf jeden Fall noch angepasst werden, sonst meint man hier sicher blöd und dämlich. Aber das kann ja immer eine Weile dauern. Also, ich weiß gar nicht, wird das in der Session gespeichert oder. Ich würde es jetzt nicht unbedingt testen, dann würde ja alles weg sein. Ja, 3500 Coins noch. Sollte schnell sein. Zwei kriege ich leider nur pro Klick, das ist ein bisschen wenig. Ich würde jetzt mein Skript starten, womit er ganz viele Mausklicks macht, aber das wäre ja langweilig. Das sieht auch kacke aus, wenn ich hier cheate. Das ist ja uncool. Ja, Doge Miner, Doge Coins, was kann ich sonst noch darüber sagen? Das, was eigentlich als Witz gestartet hat, Doge Coins war eigentlich als Witz gegenüber den anderen Krypto-Coins gedacht, hat sich mittlerweile gut etabliert und ist mittlerweile die drittbeliebteste Kryptowährung auf der Welt. Und hat mit einem Market Cap von etwa 90 Millionen etwa gleich viel mit Peercoin. Also die streiten sich ja immer so um den dritten und vierten Platz. Deswegen ist man sich da nicht ganz so sicher. Schauen wir mal, ob Dogecoins bald richtig krass absahnt. Ja, Litecoin ist ungefähr 400 Millionen US-Dollar Market Cap und Bitcoin bei 8 Milliarden, glaube ich. Also Bitcoin zu schlagen ist zwar nicht möglich, aber relativ schwer. So, Slave Kittens auf 63. Woo! Ist jetzt auch nicht so viel, wa? Gut, ich würde mal sagen, ich lasse das mal ganz kurz eine Weile meinen und wir nehmen dann wieder auf, sobald ja, ich genug Coins gemeint habe zum Weitermachen. Damit ihr hier nicht seht die ganze Zeit, wie ich hier klicke und blöd und so weiter. Lassen wir das einfach mal eine Weile meinen und sehen uns dann gleich wieder in einer Sekunde. Bis dann, gleich, ciao.